Willkommen bei der neuen Folge Black Ops. Gleich geht's wieder actionladen los. So. Genau. Wir wollten hier das Dingerle putzen, das Hütchen aus. So. Na, da ist jetzt ruhig. Nachladen. Nur nicht ganz so ruhig. Da vorne wird noch geballert. Ah, ja. Komm. Komm. Keiner da. In Ordnung. Ach, der ist von uns. Okay. Aber da drinnen geht's jetzt gerade runter. Hier entlang, Dimitri. Ja. Da. So, die sind weg. Und da müssen wir jetzt zum Türchen rein. Wir müssen näher an Steiner ran. Er wird dort sein, wo sich alle Feiglinge verkriechen. Mhm. So weit wie möglich vom Schlachtfeld entfernt. Genau. Der Kommandohügel, sage ich nur. Ob wir nach dieser Mission wohl nach Hause können? Ich hoffe es, Dimitri! Ich hoffe es! Das klingt gut. Nach Hause. Na, da ist aber einer ganz probat gestanden. So, dich räumen wir mal weg hier. Dich da hinten auch. Oh, schießen ja ganz probat hier die Jungs. So, was haben wir hier? Hm, wohl nichts mehr. So. Ah, bloß Zusatzmenü. Kann man jedenfalls brauchen. So. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen Kirmes schießen mit den deutschen Soldaten hier. Ich habe da nämlich keinen Bock, dass uns die dann in den Rücken fallen und uns von hinten abknallen. Das muss nicht sein. So, da haben wir die hier noch. Bäm, bäm, weg. So. Und. Ah, da kommen immer noch Nachschub. Wie sind die das, sag mal? So. Ruhe. Fast Ruhe. Da ist noch eine. Boah, unten im Genest. Na bravo. Na bravo. So, da putzen wir erstmal so weit wie es geht hier aus. Rauchgranate rein. Auf dass die Mörser da ein bisschen Unheil stiften. So, und jetzt haben sie verloren. Mosin-Zielfernrohr. Yeah. So. Dann können sie mal antraben, die Burschen. So, patz, weg. Und... Ja, genau. Ich habe hier eine Rattenfalle. So, na komm. Ah ja, da rennen sie jetzt gerade wieder raus. Ah ja, da ballert wieder einer mit dem MG. Jetzt nicht mehr. So. Und der nächste. Granate. Bleiben wir sie mal ein bisschen raus hier oben. So. Wir haben mal ganz vorsichtig rauslugen. So. Und da oben ist jetzt wieder einer. Bam, den haben wir so weggeräumt. Der geht auch so. Dann mit der MP. So. Bam. Direkt an der Kiste vorbei. Möglichst in Deckung bleiben. Weil hier wird scharf geschossen. Und da möchte ich mir nicht zu viele Kugeln einfangen. So. Hier, den haben wir erwischt. Aua! Und da ballert einer durch die Kiste durch. Oder geht kommt drüber weg oder vorbei. Bam! Aber wir haben unsere Lektion auch gelernt mit Sniper. So. Dem, 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 dem. Da ist keiner. Bam! Weggesagt. Und die Rakete ging ins Nirgendwo. Das lässt sich sehr schön. Und da haben wir gleich auch nochmal einen. Bam. Weg ist er. Der nächste. Bam. Weg ist er auch. Jetzt geht er wie das Brezelbacken hier. Ich bin gerade an der Entdeckung mit dem MG. Ich habe dich genau gesehen. Bam. Bam. Und gleich nochmal zwei. Das geht ja wirklich super hier, wie die wegfliegen. Ah ja, der ist jetzt nochmal entkommen. Und nochmal. So, jetzt ist er hinüber. Ein ganz schön hartes Kämpfchen hier. Allzu viel Muni haben wir jetzt auch nicht mehr, leider. Da muss ich entweder bam, noch was einsammeln oder die Waffe nochmal tauschen, wenn sie was Passendes findet. Aber Gott sei Dank ist hier jetzt Ruhe. Vorerst. Sichern. Bunker sichern. Los. Sichern wir den Unterschlupf. Bereit? So.
Nein, die ging daneben. Naja. Fast. Hoch. Wer hätte... Oh, das wird haarig da oben. Ich liebe solche uneinsichtigen Räume. Ah ja, genau. Und besonders die Kollegen stehen hier sehr intelligent da. Nämlich direkt da, wo man hin und vorbeischießen muss. Ein idealer Kugelfang für unsere Kollegen. Oh, Granate, schnell zurück damit. Bam. Können sie behalten. So. Ah, da ist noch einer. Verdammt. Wo ist der Penner? Da hinten am Tisch irgendwo. Schmeißen wir mal über Bande, vielleicht erwischen wir ihn damit. Bam. Nein, auch nicht. Ah, verdammt nochmal. Die sind so fix wieder in der Deckung unten drin, das glaubst du gar nicht. So, bam bam. Also wenn man sich dann LP... Wow. Ein Shooter-LP anschaut, dann merkt man von außen ja richtig... Achtung, Granate! Darfst du behalten. Bumm. Da kommt es vielleicht nicht ganz so hektisch rüber, aber... Und nicht so actiongeladen, aber wenn man da wirklich mal selber spielt, das Ganze... Dann ist das natürlich schon ein ganz anderes Kaliber, also... Muss man echt mal sagen. Da kommt man dann ziemlich in Schwitzen. Und gerade wenn man das dann noch so fleißig parallel mitkommentiert, wie halt normal im LP, dann kommt dann das Hirn auch ganz schön auf Touren. Paralleles Denken und so weiter. Lauschen wir der Marschmusik mal ein bisschen. Ach, wie toll, wie super. Friedrich Steiner! Das Klischee. Zielen Sie nicht mit der Waffe auf mich, blöder Russe! Jawohl! Ach. Bring das Klischee. Sie mich zu Dragovic. Als ich dem Deutschen in die Augen sah, sah ich, dass das Böse dort noch brannte. In diesem Moment sehnte ich mich danach, sein elendes Leben zu beenden. Aber ich war Soldat. Damals glaubte ich noch an Befehle. Reznov, bringen Sie Ihre Leute mit! Was ist hier denn so wichtig? General Dragovic will sich einen Namen machen. Er glaubt, dass in diesem Außenposten etwas ist, was für Russland von großem Wert ist. Dragovic und Steiner reden wie alte Freunde. Das gefällt mir nicht, Reznov. Mir auch nicht, Dimitri. Sei vorsichtig. Wir müssen uns beeilen. Manche Deutsche würden die Zerstörung der Eroberung vorziehen. Sie haben mir versichert, es gibt keine Probleme. Ich kann nicht überall sein, General Dragovic. Die Soldaten haben geschworen, ihr Land bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Bewundernswert, aber sinnlos. Graf Tschenko, bringen Sie das hier zu Ende. Reznov, Sie und Ihre Männer gehen vor. Ja, Sir. Petrenko, Nevsky, Belov, Vicharev. Wir rücken aus! Erzählen Sie mir von Ihrer Mitarbeit am Projekt Giftiger Sturm, Steiner. 1943 erkannte unser Land, dass wir die Alliierten nicht mehr lange abwehren konnten. Wir begannen nach unkonventionelleren Lösungen zu suchen. Während des Kriegs konzentrierte sich meine Forschung auf chemische Waffen. Es war penible und frustrierende Arbeit gefragt. Doch schließlich entwickelten wir eine Waffe, deren Effektivität unsere kühnsten Träume übertraf. Die Waffe, die sich nun in diesem Schiff befindet. Nova 6. Ganz schön gruselig hier. Boah, ein altes Schiff. Mit den Leichen toter Soldaten wird von den Geistern heimgesucht. Nein, falsches Genre, falsches Spiel. Vollkommen egal, wie effektiv Ihr Nova 6 ist,
Sie mussten es irgendwie freisetzen. Mit V2 Langstreckenraketen, von diesem Außenposten aus gestartet. Die Ziele waren Kontrollzentren. Washington DC war unser erstes Ziel. Danach Moskau. Ehrgeizig und bewundernswert, Herr Steiner. Aber wir waren zu spät. Die Briten standen vor der Tür und ihre Bomber setzten das Schiff außer Gefecht. Es verfing sich im Eis. Wir retteten, was wir konnten, aber es war zu spät. Deutschland hatte sich ergeben. Und über Berlin wehte die rote Fahne. Eine Sondereinheit hatte Befehle, das Schiff im Angriffsfalle zu zerstören. Offenbar haben sie versagt. Die Sprengladungen wurden niemals aktiviert. Das ist es. Reznov, öffnen Sie die Tür. Da. Also mir gefällt die ganze Chose hier nicht. Also das riecht doch förmlich nach Verrat und... Oh oh. Wir hatten gefunden, wonach wir suchten. Nova 6. Die deutsche Massenvernichtungswaffe gehörte jetzt Mütterchen Russland. So dachten wir jedenfalls. Aber unser Sieg währte nur kurz. Dragowitsch wollte die Wirkung des Giftes selbst sehen. Und es war eine Gelegenheit, einen tiefen Stachel zu ziehen. Ich wusste schon lange von ihrem Misstrauen. Was sie für Männer waren. Ich hätte den Verrat voraussehen müssen. Dmitri Petrenko war ein Held. Er hätte einen Heldentod verdient. Aber statt sein Leben für das Mutterland zu geben, starb er für nichts. Wie ein Tier. Er hätte in Berlin fallen sollen. Als ich meinen besten Freund sterben sah, wurde mir klar, dass noch andere die deutschen Waffen suchten. Die westlichen Alliierten kreisten wie die Geier. Natürlich flohen Dragowitsch, Kravchenko und Steiner wie die Ratten und überließen mich den Briten. Britische Kommandos greifen unsere Stellungen an! Los! Kämpft den Weg frei! Oh, verdammt, jetzt geht es da hier noch richtig los. Ich mache die Sprengladungen scharf! Au, scheiß Fass, verdammt! Und ich dachte, ich käme in dieser Folge ohne draufgehen aus. Kämpft den Weg frei! Falsch gedacht. Wow, wow, wow. So, ganz vorsichtig, langsam vorrücken. Gut gemacht. Oh. Du hast ihn. Ich mache die Sprengladungen scharf. Au, verdammt. Das war ein guter Treffer. Niemand darf in den Besitz dieser schrecklichen Waffe gelangen. Au, au, au. Da ist er. Mann getroffen. Leer, muss nachladen. So, jetzt haut doch mal was raus hier. So. Bam, ist jetzt hier Ruhe. Können wir das wenigstens in Ruhe zünden hier? Bestätigt. Nein, natürlich, da ist noch jemand. Super. Ich hab verstanden. Alle tot? Verstanden. Na egal. Der hat recht. So, scharf machen und los geht's. Wir müssen runter vom Schiff. Die Tür ist versiegelt. Abhauen. Los. Nein, wo geht's lang? Wo geht's lang? Ich seh ihn. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich hab ihn. Hätte ich mir vielleicht vorher Gedanken drüber machen sollen. Ja! Los, Freunde, los! Nein, außenrum, außenrum, los, los, los! Da sind sie! Der Feind greift an und hier fliegt gleich alles uns um die Ohren. Na los, weg hier! Puh, nach draußen, nach draußen! Bewegung! Bloß nur nach draußen! Das ist nicht unser so. Ah! Weg da aus dem Weg! Ihr dürft... Wir sind allein!
Ihr dürft ruhig mit in die Luft fliegen, aber ich will runter. So. Ja, nicht mehr lange. Ich bin schon weg. Ich bin nur auf der Durchreise. Tschüss. Bum, bum. Tot. So, auf Wiedersehen. Puh. Und jetzt nichts wie weg. Nichts wie weg hier von dem Scheißschiff. Bevor es uns um die Ohren kracht. Wow. Ich hatte das Nova 6 vernichtet, damit es nicht in die Hände der Briten fallen konnte. Aber ich war ein Narr zu denken, dass die Bedrohung vorüber wäre. Erst als ich gefasst und nach Vorkuta verschleppt wurde, erfuhr ich von Dragovichs wahren Absichten. Er würde für Nova 6 sogar sterben.